nur 22 Kilometer, das könnte ich also durchaus am Vormittag oder sagen wir mal bis spätestens 1 Uhr schaffen. Schwätzchen hier und Schwätzchen da und schon wieder war es nach 8, bis ich dann letztendlich losgekommen bin. Aber vorher hatten wir noch eine wichtige Mission, beziehungsweise Tyrion, weil der Andreas hat nämlich richtig Angst vor Hunden. Und tatsächlich ist er in 5 Jahren auf der Straße, wo ich sehr vielen Menschen begegne, die panische Angst haben vor Hunden. Und denen gebe ich immer die Möglichkeit, sich mal hinzusetzen und ein bisschen mit Tyrion zu kuscheln, was bisher noch nie angenommen wurde. Aber Andreas hat sich heute Morgen sofort allen Mut zusammengefasst und hat festgestellt, dass sich so ein Hund ganz gut anfasst. Toll, das finde ich echt schön. Das dürfte der erste Schritt sein in ein angstbefreites Leben mit Hund. Also da ich mich bei der Routenplanung nie darüber informiere, was links und rechts von der Route ist, sehe ich dann immer erst Dinge dann, wenn ich da bin oder manchmal auch aus weiter Entfernung, wie das hier. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das für ein Schloss ist, aber es muss echt extrem mächtig sein. Ich bin gespannt, ob mein Weg mich da direkt dran vorbeiführt. Ja, und so ist es im wirklichen Leben auch. Aus der Distanz betrachtet sehen wir eine Aufgabe, eine Angst, eine Panik, Sorgen, die sind groß, die sind riesig, man weiß gar nicht genau, was es ist. Und es verhält sich wie mit diesem Ding da zwischen den Bäumen, was ich schon aus der Entfernung gesehen habe. Ich dachte, boah, wie groß und mächtig. Und je näher man hinläuft, umso komischer und skurriler wird es. Und dann stellt man irgendwann fest, dass das in diesem Fall einfach Bäume sind auf einem Hügel. Und ja, mit den großen Problemen und Ängsten und Sorgen, die man so im Leben hat, die sich auch als riesiges Bollwerk ausgeben bei näherer Betrachtung. Wenn man davor steht, stellt man fest, es ist nichts. Aber wir fürchten uns und meistens grundlos. Eine komplette Straße voll Wiener Wochenendhäuser. Ganz sicher. Sieht man auch oft an den Autoschildern. Nur vom Feinsten. 2:30 und wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es sind jetzt noch 1,5 Kilometer zum Campingplatz. Und dann ist auch wirklich gut, weil jetzt wirklich von 8 bis jetzt durchgelaufen und jetzt ist schon wieder ordentlich heiß. Also ich bin froh, wenn ich da bin. Mein Körper schreit nach Vitaminen. Ich habe die ganze Zeit nur noch Lust auf Salat. Ich esse auch tatsächlich nichts anderes in den letzten Tagen. Und ja, und trotzdem bleibt mein Spiegelbild immer gleich. Ich kann es auch nicht machen. Vorgestern sagte jemand etwas sehr Desillusionierendes zu mir. Das Alter gewinnt immer. Naja, in diesem Sinne. So, und wenn man keine Schüssel hat, dann macht man das einfach in der Tüte. Oh, und jetzt einmal. Das ist ein Mango-Ingwer-Dressing. Jetzt kräftig schütteln und dann kann man essen. So, dazu brauche ich 2 Hände. Ah, das tut so gut und das ist echt lecker. Und bei dem Wetter kann ich echt nicht mehr essen. Das war auch schon, als ich in Los Angeles geliebt habe. Da habe ich jeden Tag nur Salat gegessen und ein fettes T-Bone Steak dazu. Sonst wirklich nichts anderes. Und ja,
Da hatte ich dann irgendwann auch ein Figürchen. Ja. Der Winter in Deutschland ist einfach nicht gut für den Bauch. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich muss ein bisschen administrative Arbeiten heute dann noch machen. Noch eine Mail an die Iris raushauen und fürs Finanzamt und Kram und Zeugs. Und ja, und dann war's das. Und dann schaukel ich in der Hängematte nachher noch ein bisschen. Ach so, die vielen Vitamine haben mich jetzt echt geplättet. Ich muss mich jetzt erstmal in die Hängematte legen. Ich habe gerade gehört, dass morgen in Österreich, also ich glaube in Niederösterreich, im Burgenland und noch was, der letzte Schultag ist. Das heißt, ab Sonntag ist hier die Hölle los. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiter gestaltet. Wie voll die Campingplätze dann werden, weil bisher war es ja immer alles super gemütlich. Und auch auf den Radwegen war es relativ entspannt. Aber wenn die jetzt alle Ferien bekommen, dann geht es jetzt rund.